Gentle Labbaeur ist erstmals zur deutschen Beachvolleyballerin des Jahres gewählt worden. Damit hat die Stuttgart-M sogar eine Olympiasiegerin und Weltmeisterin ausgestochen. Gentle Labbaeur ist erstmals zur deutschen Beachvolleyballerin des Jahres gewählt worden. Bei der Wahl durch die Leser des Volleyball-Magazins und den Usern der Website www.volleyball.de setzte sich die Stuttgart-Erin mit 30,2% der Stimmen vor Olympiasiegerin und Weltmeisterin Kira Walkenhorst, Hamburg, 26,0% durch. Walkenhorst spielt aktuell mit Blockspielerin Leonie Kürzinger, da ihre Goldpartnerin Laura Ludwig eine Babypause einlegt. Ludwig, Walkenhorst wollen 2019 wieder gemeinsam antreten und in Hamburg ihren WM-Titel erfolgreich verteidigen. Sieger bei der Wahl zum Volleyballer des Jahres wurde ebenfalls zum ersten Mal der Hamburger Clemens Wickler. Die Ehrungen werden im Rahmen der deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand 31. August bis 2. September durchgeführt. Dort reist Gentle Labbaeur dann als frisch gekürte Beachvolleyballerin des Jahres an und will den Titel. Die 28-jährige Abwehrspielerin aus Friedrichshafen möchte gemeinsam mit ihrer Partnerin Julia Sude, Stuttgart, zum zweiten Mal nach 2017 die Meisterkrone gewinnen. Punkt. Die Titelkämpfe werden am Donnerstag in Timmendorfer Strand eröffnet.